Die AfD auf allen Kanälen, ob in Talkshows, Nachrichtensendungen oder Sommerinterviews. Bei über 20% liegt die Partei bundesweit in den Umfragen und fordert mehr Präsenz in den großen Medien. Ja, wie umgehen mit einer Partei, die im Kern rechtsextrem ist? Sollten Journalisten und Journalistinnen die AfD behandeln wie jede andere Partei? Oder müssen wir hier nicht doch Unterschiede machen? Es geht schon von der Partei eine negative und dunkle Energie aus, bei der es schwierig ist, über sie zu berichten, als wäre sie ein normales politisches Phänomen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also in ihren Ansätzen ist natürlich schon die Prämisse drin, dass wir eben sozusagen die AfD in irgendeiner Weise so behandeln müssen, dass die Leute am Ende Abstand davon nehmen, sie zu wählen. Ja? Also entweder, wie gesagt, haben Sie ja gesagt, also wenn wir zu oft rechtsextrem sagen, das könnte jetzt also den Opfermythos bestärken und die Leute jetzt sagen, jetzt erst recht. So, aber es ist ja immer die Gedanken dahinter, wie schaffen wir es, dass weniger Leute die AfD wählen? Und nochmal, das ist nicht unser Auftrag, sondern erstmal zunächst ist unser Auftrag, diese Partei zu beschreiben, auch an ihren, meinetwegen in ihrer Ekelhaftigkeit. Ich glaube auch wirklich das, was Herr Krass gesagt, also, ja, wir können jetzt 30 Mal sagen, die fänden wir rechtsextrem. Aber glauben wir ernsthaft, dass das irgendeinen Effekt hat beim Wähler? Ja, erkennen wir nicht. Also, wenn das jetzt, wenn wir uns jetzt vorgenommen haben, seit 10 Jahren, ja, die Leute auf verschiedenste Strategien, am Anfang werden die gar nicht einladen und die dürfen man in Talkshows nicht präsentieren und jetzt sind wir sozusagen dabei, ganz schlimm zu warnen. Aber erkennbar hat das also relativ wenig Effekt auf den Wähler. Also an unseren eigenen Maßstäben gemessen jedenfalls ist die, kann man sagen, möglicherweise haben wir genau das Gegenteil dann erreicht. So, kommen wir zu uns und den Journalisten. Darf ich trotzdem noch mal direkt einhaken? Ist es wirklich so weit? Weil die liegen bei deutlich über 30% in Sachsen. Und wenn man sich vorstellt, dass 2 oder 3 kleinere Parteien die 5%-Hürde nicht schaffen, dann reichen ja schon knapp 40% möglicherweise für eine absolute Mehrheit. Und Herr Krupalla hat es neulich in der ARD ja auch mehr oder weniger deutlich gesagt, dass sie eigentlich genau darauf setzen, möglichst bald in einem ostdeutschen Bundesland sogar die absolute Mehrheit zu erreichen. Ist es dann nicht doch eine größere Gefahr, als Sie das jetzt hier dargestellt haben? Also, dass es eine Gefahr ist, ja, aber Sie reden ja gleich von der Gefahr für die Demokratie. Das klingt ja immer so, als ob unsere Demokratie morgen untergeht. Das sehe ich halt nicht. Auch zwischen 30% und 42% oder auch zwischen 32% und 42% liegt auch nochmal ein gewaltiger Schritt. Also ist es ausgeschlossen? Nichts ist in der Politik ausgeschlossen. Kann auch sein, dass sie in Sachsen irgendwann den Ministerpräsidenten stellen. Mhm. Dann haben wir neue Tatsachen, mit denen wir umgehen müssen. Mhm. Ich sehe es jedenfalls in den nächsten 2, 3, 4 Jahren nicht. So. Und auch selbst dann müssen wir als Journalisten ja damit irgendwie umgehen. Und da sind wir mit dem entscheidenden Punkt, über den wir hier auch reden. Ich finde es falsch, wenn Journalisten sich selber den Auftrag geben, eine Partei klein oder groß zu schreiben. Wir sind nicht im Verfassungsschutz, sondern wir sind zunächst im Berichts- und Beobachtungsgeschäft und das ist was ganz anderes. So. Und das ist ja letztlich ein so selbstgesetzter Auftrag, den ganz viele Redaktionen haben. Ich glaube, ich begrüße das ja sehr, wenn Melanie Ammann sagt, also mit kühlem Kopf die AfD beobachten. Auch im Spiegel, erinnere ich mich, gab es einen Leitartikel, der das genau so zum Ausdruck gebracht hat, dass es die Aufgabe jetzt sei, aller Journalisten und aller Demokraten zusammenzustehen gegen die AfD. Mhm. Und das ist nicht unsere Aufgabe als Journalist. Das ist ja das Schöne an der Meinungsvielfalt, die ein Medienhaus wie unseres hat. Das wird vielleicht bei Burda anders gesehen. Aber da kann man auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Ja, Melanie, es war der jetzige Chefredakteur Dirk Kupjewey, der diesen Leitartikel geschrieben hat. Also nicht irgendein Kolumnist. Ich würde sagen, da gibt es auch beim Spiegel, sagen wir mal, gewichtige und weniger gewichtige. Na, Herr Fleischhauer, nun sind Sie ja jemand, der durchaus haltungsstarke Kommentare auch im Fokus und auch früher im Spiegel, ich erinnere an den schwarzen Kanal, den Sie da bespielt haben, von sich gegeben hat. Soweit würde ich dann doch noch mal fragen, wenn Sie sagen, also das ist eine klar rechtsextreme Partei, die mit SA-Parolen in den Wahlkampf zieht, wenn Sie sagen, das sind Nazis mit Nazi-Gesinnung und wenn wir sehen, dass diese Partei immerhin die stärkste Partei in fast allen ostdeutschen Bundesländern nach Umfragen sind und dann sagen Sie,
wir Journalisten sollten die Partei behandeln wie jede andere Partei. Ist das nicht ein gewisser Widerspruch? Das habe ich nicht gesagt. Das ist jetzt eine klassische Monitor-Umdrehung. Ja? Ich habe erstmal gedacht, unsere Aufgabe ist es nicht, Parteien klein oder groß zu machen. Ja? So, ob wir die AfD behandeln sollen wie alle anderen Parteien, das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Ich würde sagen, nein. Also, wenn ich in ein Interview gehen würde mit einem AfD-Funktionär, glaube ich, tut man gut daran, als Journalist sich besonders gut vorzubereiten. Also, dass jetzt ein braver Sozialdemokrat ihn ständig irgendwelche falschen Zahlen und Fakten nennt, kann auch mal passieren, ja, ist aber jetzt nicht so wahrscheinlich. Das ist bei einem AfD-Funktionär, da hat ja Melanie Ammann recht, ja, die leben schon in ihrer Parallelwelt, sehr viel wahrscheinlicher. So, da müssen sie sich, glaube ich, besser vorbereitet haben, wenn sie in so ein Interview gehen, ja. Die AfD behandeln wie jede andere Partei, das hört man auch. Das hört man häufig auch aus dem Osten, wenn es darum geht, bei Wahlveranstaltungen, bei Talkshows, wie lädt man die Funktionäre dieser Partei gleichberechtigt ein. Das führt natürlich, da ist das Gegenargument, zur Gefahr der Normalisierung dieser Partei. Diese Partei also gleichberechtigt wie alle anderen demokratischen Parteien auf eine Stufe stellen. Die AfD selber versteht das ja sehr gut, dass liberale Medien ein solches Dilemma haben und geht genau immer in diese Punkte rein. Herr Fleischhauer, von diesen drei Ansätzen, welches ist Ihnen denn der sympathischste oder der unsympathischste oder haben Sie einen eigenen Ansatz dafür? Also in Ihren Ansätzen ist natürlich schon die Prämisse drin, dass wir eben sozusagen die AfD in irgendeiner Weise so behandeln müssen, dass die Leute am Ende Abstand davon nehmen, sie zu wählen. Ja? Also entweder, wie gesagt, haben Sie ja gesagt, also wenn wir zu oft rechtsextrem sagen, das könnte jetzt also den Opfermythos bestärken und die Leute jetzt sagen, jetzt erst recht. So, aber es ist ja immer die Gedanke dahinter, wie schaffen wir es, dass weniger Leute die AfD wählen? Und nochmal, das ist nicht unser Auftrag, sondern erstmal zunächst ist unser Auftrag, diese Partei zu beschreiben, auch an ihren meinetwegen in ihrer Ekelhaftigkeit. Ich glaube auch wirklich, das, was Herr Krass gesagt, also ja, wir können jetzt 30 Mal sagen, die fänden wir rechtsextrem. Aber glauben wir ernsthaft, dass das irgendeinen Effekt hat beim Wähler? Ja, erkennen wir nicht. Also, wenn das jetzt, wenn wir uns jetzt vorgenommen haben, seit 10 Jahren, ja, die Leute auf verschiedenste Strategien, am Anfang werden die gar nicht einladen und die dürfen in Talkshows nicht präsentieren und jetzt sind wir sozusagen dabei, ganz schlimm zu warnen. Aber erkennbar hat das also relativ wenig Effekt auf den Wähler. Also an unseren eigenen Maßstäben gemessen jedenfalls ist die, kann man sagen, möglicherweise haben wir genau das Gegenteil dann erreicht. Also wenn wir überhaupt eine Wirkung des Journalismus unterstellen, und da habe ich ja Zweifel. Ich glaube, dass wir uns ehrlich gesagt auch oft als Journalisten überschätzen, auch in unserer sozusagen mahnenden, aufklärenden, auch vielleicht die Leute von irgendwelchen komischen Dingen abhaltenden Artikeln, das funktioniert so nicht. Glauben Sie nicht, dass die Wirkung eines Interviews von Herrn Höcke in einem Sommerinterview des MDR oder andere große Bühnen, die insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch AfD-Politikern und Politikerinnen immer wieder gibt, eine Wirkung hat? Ja, da würde ich Herrn Kraske nur, der das ja letztlich Ihnen vorgeworfen hat, dass ihr in der ARD den zum Sommerinterview einladet, mal an den Medienstaatsvertrag erinnern. Das scheint Herrn Kraske nicht bekannt zu sein. Also der Rundfunkstaatsvertrag schreibt natürlich vor, dass alle Politiker, die in Landtagen vertreten sind, in nennenswerter Anzahl zum Sommerinterview gebeten werden. Das steht doch der ARD gar nicht. Ja, das steht aber nicht im Medienstaatsvertrag. Das steht so da nicht würde ich mal drin. Widersprechen. Ja, das steht da so nicht drin. Und ich, da würde ich schon also sagen, auch, dass also, die Freiheit also, der Öffentlich-Rechtlichen zu sagen. Also, kurz Frau Ammann, dann Herr Fleischhauer. Wirklich sagen, bei Herrn Höcke, der ist nun über jeden Zweifel erhaben ein in der Wolle gefärbter Rechtsextremer und wahrscheinlich kann man ihn auch Neonazi nennen. Und da würde ich sagen, erlaubt es der Rundfunkstaatsvertrag nicht nur, sondern eigentlich verpflichtet es den MDR, der ja dieses Interview geführt hat, auch dazu, diesen Mann nicht einzuladen. Dass wir einfach sagen, die Kollegen einfach sagen, Entschuldigung, wir können keinem gesichert Rechtsextremen ein Interview geben. Denn es ist ja auch so, ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass man den auf irgendeine Weise interviewen kann, dass A, ein Erkenntnisgewinn rauskommt, der wirklich dem Wähler hilft, weil diese Person kommuniziert auf einer anderen Ebene als der Journalist, der ihn interviewt. Und zweitens wird es auch nie möglich sein, dieses Interview so zu führen, dass die AfD-Anhänger sagen, okay,
jetzt merke ich irgendwie, ich wurde jetzt so informiert, auf einmal wurde mir klar, jetzt ließ Höcke die Maske fallen. Moment mal, der ist ja ein Rechtsextremer, dann kann ich den ja nicht mehr wählen. Also es ist natürlich schon auch die Aufgabe des Rundfunks, die Leute zu informieren darüber, das ist ein Rechtsextremer. So, und insofern ist es eine Aufgabe zu warnen davor, wo die Rechtsextremen sind. Ich finde, das ist sozusagen schon die ureigene Aufgabe der Medien, sagen, was ist, wie Rudolf Augstein gesagt hat. Und wenn er ein Rechtsextremer ist, dann lade ich ihn halt nicht ein. So, also das finde ich, es gebietet irgendwie, gebietet geradezu der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Herr Fleischhauer. Also wir können ja gerne gleich noch mal im Nachspann den Medienrechtler befragen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich den Rennfunk von Staatsvertrag ganz gut kenne, der nämlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten zur Überparteilichkeit verpflichtet und zur Ausgewogenheit und dass er an der AfD nicht vorbei kann. Also man kommt, glaube ich, in Teufels Küche, wenn jetzt sich eine Landes-, ein entweder der MDR oder eine andere Landesanstalt entscheidet, AfD-Politiker nicht mehr einzuladen und nicht zu interviewen, die in nennenswerter Zahl im Landtag oder in diesem Fall im Bundestag dann vertreten sind. Gut, dann löse ich mal ein bisschen auf. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Der Faktenfuchs kann jetzt mal... Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und vielleicht ist dieses Lagerdenken, wie stehst du zur AfD oder wo lässt du dich da einordnen, ja tatsächlich auch insoweit ein Problem, dass in dieser zu intensiven Beschäftigung dabei auch andere Politikfelder, also sage ich mal klassische Regierungskritik, was ja Aufgabe auch von Journalisten und Journalistinnen ist, möglicherweise zu kurz kommt und dass man damit auch die großen politischen Themen mittlerweile immer unter dieser Brille sieht. Könnte es der AfD nützen oder würde es der AfD schaden? Ist das ein Problem, Herr Fleischhauer, in Ihren Augen? Ja, also wenn man sich darauf einlässt, wir hatten das ja jetzt mit unserer diese Diskussion, also die bei der AfD freuen sich jedenfalls, glaube ich, über jede Erwähnung. Also entweder werden wir die Schreckgespenster an die Wand malen, die übernehmen jetzt Deutschland, ja, und sozusagen so hysterisch auf jeden Prozentpunkt gucken, mit denen sie in den Umfragen steigen, oder eben immer bei jeder Entscheidung auf Kommunalebene jetzt nachrechnen, wer hat jetzt mit wem gestimmt, ja. Das ist ja auch eine bestimmte Selbstfesselung der Politik und in diesem Fall der anderen Parteien, die ja letztlich auch da angeboten wird, die ich für fatal halte. Also wenn wir mal diesen Fall da in Thüringen nehmen, wenn eine Partei wie die CDU kein Gesetz mehr einbringen kann, gegen in diesem Fall Grüne und Rote, weil sie Angst haben muss, wenn die AfD dazu stimmt, dann heißt es, die Brandmauer ist gefallen, dann kann man letztlich mit Gesetzgebungsinitiativen es lassen. So, im Umkehrschluss heißt es halt immer, dass wir natürlich auch der AfD damit eine wahnsinnige Gestaltungsmacht ja auch einräumen. So. Und es hat eine Form der Hysterie erreicht, von der wir uns, glaube ich, verabschieden sollten. Das Verrückte ist und das Schreckliche, wenn Sie so wollen, ist, dass das den Leuten ja wiederum offenbar auch völlig egal ist. Ich meine, wir können 30 mal erklären, dass die jetzt einen Europakandidaten haben, der ja offenbar findet, also der hat ja aufgerufen jetzt dazu, wir sollten doch jetzt mal Oma und Opa fragen und Uroma und Uropa, was sie Tolles für Deutschland gemacht haben, und dann könnten wir ganz stolz auf Deutschland sein. Da würde ich sagen, naja, Oma und Opa fragen 6 Millionen Leute umgebracht, ne? 6 Millionen Juden. Das ist natürlich grotesk, aber hilft es oder ändert es etwas an der Wahlentscheidung der Leute? Offenbar überhaupt nicht. Ja, das ist ja die Frage, ob es nicht doch was ändert oder ob es die demokratische Mehrheit stärkt. Das lässt sich evidenzbasiert, glaube ich, nicht wirklich feststellen. Frau Ammann. Da würde ich auch sagen, dass dieser Vorgang von uns unterberichtet wurde oder unterbelichtet wurde, wenn man so will. Und dass wir uns, weil dieser, also dass man diesen Herrn wirklich noch mal mehr sich anschauen müsste, er ist der Spitzenkandidat. Es gibt so eine Tendenz dazu. Markus Lanz glaubt, dass seine Vorfahren Verbrecher waren. Dieses ganze Geschwurbel über Männer sind rechts und unsere Vorfahren haben sich nicht schuldig gemacht und so weiter. Ich weiß nicht, was Markus Lanz Vorfahren gemacht haben. Meine Vorfahren waren keine Verbrecher. Was noch viel wichtiger ist, wir sind nicht die Richter unserer Vorfahren. Wir sind ihre Kinder. Ohne unsere Vorfahren würde es uns nicht geben. Und ohne ein positives Verhältnis zu unseren Vorfahren können wir auch kein positives Verhältnis zu uns haben. Wer mit sich selbst im Reinen sein will, der muss seine Eltern ehren und seine Großeltern ehren. So, wie seine Kinder ihn ehren können, damit sie mit sich selbst im Reinen sind. In unserem Land verlieren immer mehr Menschen den Glauben daran, wer sie selbst sind. Sie wissen es nicht mehr. Sie sind unsicher. Sie haben Angst vor der Zukunft. Wir müssen ihnen sagen,
Ihr seid gut, so wie ihr seid. Ihr gebt eine große Geschichte weiter. Da, wo man euch hingeboren hat, in eurer Familie. Genau deshalb, egal was Markus Lanz sagt, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher.